Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier draußen zum kurzen Nachttestvideo auf unsere Testauswand mit der Sunight TC10 V3. Die werden wir jetzt mal kurz auf die 1050 Lumen bringen und mal schauen, wie die XPL V6 aus diesem tiefen, glatten Reflektor auf unsere 25 Meter entfernte Hauswand arbeitet. Wir fangen mal im schwachen Lupenmodus an, da sieht man natürlich nichts. Halbes Lumen reicht hier gerade gut auf der Hand, also nächster Modus, aha, selbst beim nächsten sieht man schon was, ganz gut auf der Hauswand. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, starker Modus und jo, das ist okay, ne? Diese XPLs, die so alle, das Maximale, was ich bisher gesehen habe, waren 1100 Lumen, worauf die gebracht werden. Aber ich denke, 1050 ist ein ganz gesundes Maß. Nicht übertreiben, nicht vielleicht bis an die elektronische Grenze gehen von dem Teil. Ne? Also selbst 1000 würden gut reichen. Ne? Das ist doch ganz ordentlich. Wir haben ja auch noch auf dem Videobild, sehe ich hier ein bisschen blaustichig. Das ist eigentlich nicht so extrem. Also wir haben zwar Cool White, aber vielleicht nicht so blau, wie ich es jetzt gerade vielleicht auf dem Display sehe. Mal schauen, wie es am Computer nachher aussieht. Also es ist ein kaltweiß, es geht aber noch nicht ins Blau. Ne? Da ist vielleicht der Weißabgleich noch nicht so ganz in Ordnung. Ich schaue mal kurz auf Reichweite mit Sachen Baumstämme. In unserem 250 Meter entfernten Waldrand, also kann ich noch knapp erkennen. Aber da sieht man der Unterschied, was es ausmacht. Eine Cree XPL High ohne Dom. Das ist einfach nochmal auf Reichweite getrimmte LED. Man kann sie erkennen, aber nur ganz schwach. Aber ich würde mal sagen, 150, 200 Meter Reichweite geht. 250 wird da schon knapp noch ein Baumstamm zu erkennen. Ich denke, ein Mensch auf die Entfernung, nee. Man wird zwar aus dieser Entfernung das Licht hier wunderbar sehen können, aber nicht andersherum. Ne? Also Mensch kann man da nicht erkennen. Das Einzige, was man sieht, wenn irgendwelche Tiere im Wald sind, dann siehst du halt wieder mal irgendwelche Augen blitzen. Das sieht man wirklich noch extrem gut. Darum sieht man ja, wie viel Licht man aus der anderen Entfernung sieht. Wenn man hier irgendwo ein Reh im Wald und du siehst die Augen reflektieren, das siehst du hier wirklich auf 250 Meter, ein kleines Rehauge. Aber ein Mensch erkennen würdest du jetzt nicht mehr, wenn ich gerade noch in der Lage bin, Baumstämme zu erkennen. Aber okay, eher so ein Mittelding aus Reichweite und Weitwinkel. Na, von Weitwinkel kann man ja nicht ganz sprechen bei dem tiefen Reflektor. Ne? Also schon mehr auf Spot, auf Reichweite ausgerichtet, aber nicht so extrem. Ich denke, dieser tiefe, große Reflektor mit einer XPL High domlos, das wäre nochmal richtig das Reichweite-Monster. Ne? Vielleicht gerade noch kurz hier runter Richtung Spielplatz. Ne? Ach, das packt die Kamera da schon nicht mehr so her. Da ist die einfach zu lichtschwach. Da brauchst du dann schon einen Teil mit so 1,8er Blende auf einem großen Chip. Aber hier Reichweite ist doch ganz okay. Ja, Cree XPL. Immer eine gute Lösung inzwischen. War am Anfang nicht so begeistert, musste mich auch erst überzeugen, aber das sind echt tolle kleine LEDs mit geringem Stromverbrauch bzw. viel Lichtausbeute für das Strom, was sie dann ziehen. Ihr könnt euch mal auf der Cree.com Homepage da die ganzen technischen Daten zu dem Modell reinziehen. Ne? Also ist interessant, wie die Entwicklung da voranschreitet. Ich bin mal gespannt, wo wir in 10 Jahren stehen. Hat ein bisschen viel Modi und 2 Knöpfe sind mir auch zu viel. Aber sonst so eine richtige Universallampe. Okay, dann sage ich schon mal danke fürs Reinzetten, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbidi. Macht's gut. Bye, bye.